Ja, Herr Steibert, läuft alles nach Plan. Wir sind hier in der Niederbarnimstraße in Friedrichshain. Wir kaufen noch schnell ein paar Blumen. Ja, aber bis später. Tschüss. Bekannt geworden sind Jazzanova anfangs hauptsächlich durch ihre exzellenten Remixe, unter anderem für Ian Pooley, Four Hero und die Marshmallows. 2002 erschien das erste richtige Jazzanova-Album In Between. An ihrem zweiten Longplayer, der Mitte 2008 erscheinen soll, arbeiten sie im Moment intensiv. Doch auch in der Zwischenzeit haben die Jungs alles andere als auf der faulen Haut gelegen. Axel Reinemer und Stefan Leisering haben zusammen mit Sascha Gottschalk als Thief ein Folk-Album produziert. Für Clara Hill diverse Songs auf deren Alben All I Can Provide und Folk Waves und außerdem noch für die Musikshow Belly Foo die Musik geschrieben. Roscoe Kretschmann hat als Cosma ein Soloalbum bei Infracom veröffentlicht. Und auch die anderen Jungs waren international fleißig als DJs unterwegs und haben ihr Label Sonar Kollektiv mächtig nach vorne getrieben. Dabei sind sie ihren Wurzeln aber immer treu geblieben. Hallo. Ich habe lange nicht gesehen, ne? Oh, das ist aber hier. Dafür, dass wir jetzt hier am Feiertag so einen ganz, ganz reizend von mir. Was unser nächstes Album angeht, kann man sicherlich eigentlich schon erwarten, dass wir uns treu bleiben. Also wenn man unsere schon von der ersten EP an unserer Entwicklung verfolgt, weiß man eigentlich, dass es sehr vielfältig ist, dass wir uns immer irgendwie bestimmten Musikstilen vielleicht widmen, sie analysieren oder integrieren in unsere Musik. Weniger der Aspekt wirklich eine Rolle spielt, dass wir von LP zu LP irgendwo was sportlicher, extremer oder verrückter oder die Beats noch gebrochener und unverständlicher machen wollen, sondern wirklich eher, es ist eigentlich mehr für uns, so wie wir es gerne hören, wie wir es mögen, weiterentwickeln, so wie unsere Vorlieben zurzeit sind. Man darf ja auch nie vergessen, dass Jazzanova wirklich berühmt dafür ist, dass sie auch Songs auflegen, also nicht nur Club-Tracks, sondern halt mal den einen oder anderen Song wirklich einbauen im Warm-up oder vielleicht sogar direkt in der Primetime. Und das verbindet sich natürlich super da auch. Früher hat man natürlich sehr viel Zeit darauf verwandt, das Feuer zu schüren, um dann am Laufen zu halten. Heutzutage macht man das mit Heißluft, sprich mit einem Föhn. Nun mit Vorliebe immer in Clubs gebucht, seit den Remixen insbesondere, die irgendwie im Hauskontext stehen. Und es gibt aber genügend Hip-Hop-Clubs und Soul-Clubs und überhaupt gibt es wieder eine starke Soul-Bewegung und so weiter. Und die Stücke, die jetzt vielleicht fürs Album kommen, die werden solche DJs vielleicht viel auflegen in ihren Clubs. Also das sind dann nicht unbedingt wir, wenn wir halt in einem Club stehen, in dem vornehmlich eben wieder House gespielt wird, bis hin zum Techno vielleicht. Da kommen wir dann quasi in die Petroleum ein bisschen mit so einem Stück. Das könnte man dann nicht unbedingt Primetime auflegen, aber ganz andersrum vielleicht in einem Soul-Club, in dem das dann vielleicht gerade Primetime gespielt wird sogar und da funktioniert. Andererseits also, muss ich auch sagen, dass gerade wenn man, sag ich mal, in einem typischen Techno-House-Kontext auflegt, wenn man dann sich das herausnimmt, einfach die Freiheit und so einen Akzent setzt, dann kommt es, hat es manchmal eine bessere Wirkung, als würde man da halt so ein ganz tightes Tech-House-Set abliefern. Das ist manchmal schöner, wenn man das wirklich den Leuten mal so einen Brocken hinlegt und die sagen, was ist denn das? Was ein typischer Jazzanova-Twist wäre. Ja. Genau, und diese Momente liebe ich eigentlich. Also gerade deswegen spiele ich auch gerne in solchen Clubs, weil du kannst den Leuten dann schon noch eine ganze Menge mehr erzählen von dem, sag ich mal, Jazzanova-Dingens, was sie vielleicht noch nicht gehört haben. Und das bleibt dann vielleicht unter Umständen sogar länger hängen. Ist irgendwie auch was Meditatives immer, ne? Am Grill zu stehen, zu träumen, Bier in der Hand. Genau, das ist voll jetzt gut einfach. Es gibt auch so viele begriffliche Übereinstimmungen bei Musik und Essen. Black Wurst, Black Music. Saftiger Sound, fetter Sound.
geschmackvoll. Noch ein trockener Beats. Jetzt geht's um die Wurst. Der Jazzanova-Kosmos ist sehr vielseitig und Black Music wohl der prägendste Einfluss. Doch auch Folk-Einflüsse sind in den letzten Jahren für sie immer wichtiger geworden. Folk ist jetzt ja nur ein Schlagbegriff. Darunter verstehen ja auch wieder ganz viele Leute ganz verschiedene Sachen, angefangen von Irish Folk und was ich was. Aber uns geht es natürlich auch darum, schon seit No Use, würde ich sagen, das ist vielleicht so ein kleiner Wendepunkt, neben dem Sampling und den Live-Instrumenten, also dass es da frischen Wind sozusagen gibt, uns einfach auch mit anderen Songstrukturen, also wenn man vom Club her kommt, dann ist man halt immer dieses Additive, diese 6-7-Minuten-Tracks, die sich aufbauen und durch ganz andere Momente überzeugen als ein Song, der zum Beispiel 2,5 oder 3,5 Minuten lang ist. Und das ist natürlich ein Riesenreiz, ist dieses Gebiet auch einfach mal zu erforschen, weil so viele Lieblingslieder kommen halt aus diesem Gebiet. Man hat so, eigentlich am Ende höre ich mehr Songs als Club-Tracks zu Hause. Und da macht es natürlich auch Spaß, das zu erforschen. Es ist auf keinen Fall ein Dogma für uns, uns jetzt an irgendeine Songlänge zu halten. Es ist nur generell der Reiz da, sich gegenüber dem, naja, dass man sich alle Ruhe für den Aufbau lässt und alles wirken lässt über 16, 32 oder krumme Taktzahlen, dass man wirklich quasi eloquent wird, weil das auch irgendwie Spaß macht, wirklich einen Track zu hören, der einen quasi, wo man nicht sagt, warte mal, bis nach 32 Takten die Hi-Hat kommt, dann verstehst du, worum es geht, sondern dass man wirklich sagt, boah, von der ersten Sekunde, krass, jetzt geht's los, jetzt bin ich gepackt. Ja, und man weiß dann auch schon, worum es geht quasi. Da kommt dann selten halt noch hinten nochmal eine totale Änderung, sondern Kompaktheit ist es eigentlich auch, eine Aussage.